Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Pikmin 4. Ja, beim letzten Mal haben wir Ulimas Tagebuch abgeschlossen und dadurch eine geheime Höhle freigeschaltet, wo wir laut Internetquellen die weiße und die lilane Zwiebel freischalten können und damit dann auch die Möglichkeit, diese so anzubauen. Und wir brauchen die lila Zwiebel auf jeden Fall dringend, weil, ja, wir brauchen 100 lilane Pigments, um den Goldbarren bewegen zu können. Ansonsten können wir den gar nicht erst transportieren. Naja, ich würde einfach sagen, wir gehen jetzt in das Loch rein und versuchen unser Bestes dort. Hier glitzert es auch schon schön. Der Ort hier heißt erste Ebene Puntkäfer. Laubweiser. Oh, sehr gut. Ich habe den Kommen schon sehnlichst erwartet. Das ist also meine Weisheit. Sage nichts weiter. Ich sehe alles. Denn ich bin der Großmeister der Kunst des Sandori. Ich mache dir 10 Ebenen zur Aufgabe. Jeder Erfolg bringt dich eine Ebene weiter, auf dass du dein Können verbesserst. Es ist lange her, dass ich einen Neuankömmling unterrichtet habe. Du solltest daher eine Belohnung erhalten. Und nun beginnen wir deine Übungen. Okay, ich muss alle Gegner besiegen. Warte, dann schauen wir uns erstmal um. Also es ist ja auf jeden Fall eine Dandori-Herausforderung. Ich sehe Eis-Pigments habe ich und die roten Pigments habe ich. Ich habe aber nicht viele Eispigments, wenn ich das richtig sehe. Da muss ich auf jeden Fall unten frei machen, um da hochzukommen. Ich sehe doch, dass da irgendwas vergraben ist. Ich sehe da eine Steinbombe. Ich überlege gerade. Wir wollen ja auch hier wahrscheinlich auf jeden Fall Platin rausholen. Wie machen wir das? Ich würde sagen, zuallererst hier das wegrecken. Diese Steinbombe, ich würde sie mir tatsächlich, glaube ich, für den ganz oben aufheben. Aber wenn ich das richtig gesehen habe, haben wir hier echt wenig Eispigmen und der Eistyp wäre dann wahrscheinlich am nervigsten. Wir können dann auch hier die Pigments mitnehmen. Wir haben ja zum Glück diese Pflückpfeife mittlerweile. Und dann sollte das eigentlich relativ schnell gehen. Ja, komm. Angriff. Lass den liegen. So, die Bombe haben wir. Wir müssen alle Kreaturen besiegen. Das heißt, wir gehen volle Kanone auf die Großen. Warte mal, ich hole mal eben kurz die Eispicken daran. So, den habe ich einfach umgerannt. Wir lassen die Viecher liegen. Wir müssen sie ja nur umbringen. Wir müssen sie nie mitnehmen. Ey! Ich hab sie einfach runtergefressen. Ich glaube, ich mache das nochmal. Das lief irgendwie nicht sonderlich gut. So, die Eispigmen können mir gegen den Feuertypen eh nicht helfen. Sollen die da so lange frei machen. Angriff. Okay, der ist RIP. Und die haben ihn hier gerade frei gemacht. Ah, guck mal, und hier so ein Sprungding. So, dir geben wir die Bombe mit, weil wir haben echt wenig Eispigment. Angriff. Okay, wir haben hier Platin erreicht. Das ging relativ schnell.
Das wird hier aber wahrscheinlich noch wesentlich schwerer. Definitiv. Ja, zumindest schon mal Platin. Muss ich jetzt hier durchgehend nur Punkt in Käfer umnieten? Beziehungsweise muss ich durchgehend andere Viecher umnieten? Die Musik von dem ist auf jeden Fall nice. Oh, wie ich sehe, hast du bestanden. Ich werde dich bei der nächsten Probe erwarten. Jo. Erreiche den Laubweißen. Okay, ich muss nicht durchgehend Viecher umbringen. Das ist nicht bedingt durchgehend meine Aufgabe. Ich kriege verschiedene Aufgaben hier. Ich muss auf jeden Fall Rohmaterial sammeln. Da hier eine Brücke gebaut werden muss, würde ich sagen, ich lasse sogar einen durchgehend da arbeiten, während ich die Sachen sammle. Ich versuche die Gegner dann hauptsächlich zu ignorieren, wenn ich eh nur die Rohmaterialien brauche. Okay, ich sehe schon, dass ich durchgehend so eine Feuernuss dabei haben muss. Am besten, ich gehe von Start aus dann am Anfang nach links. Ich glaube, das ist die beste Reihenfolge. So, das einmal kurz frei machen. Da waren Pigments drin, gut. Wie gesagt, wir versuchen die Viecher großteils zu ignorieren. So, das brauche ich. Ich glaube, ich darf schon neu starten. Ich glaube echt, dass ich hier keinen Fehler machen darf. So, ich bin jetzt wieder an der Stelle hier. Ja, ignoriere mir das mal, der eine da weggerotzt wurde. So, das mitnehmen und auch die Pigments da am besten einsammeln. Aus. Okay, bisher läuft gut. Ihr nehmt mit. Wartet, ich brauche noch mal kurz. Erst den weg. So, da ist offen. Den ignorieren wir. So, nimmt erstmal mit. Okay, ich mache erstmal das Teil da oben an. So. Herkommen. Absammeln. So, ich denke mal, jetzt heißt es einfach nur noch arbeiten. Habe ich irgendwo was vergessen? Da hinten wurden nicht alle abtransportiert. Und da oben auch nicht. Okay, nochmal neu. Ihr seht ja, was ich vergessen habe. So, Leute, ich habe es jetzt endlich geschafft. Ich habe hier für 20 Minuten gebraucht. Weil du brauchst nur einmal falsch werfen und man verkackt es. Und das Problem ist, der Charakter fixiert sich halt auf jeden Gegner, der einem gegenübersteht. Obwohl man eigentlich was anderes anvisieren will. Das kann nerven.
War diese Probe zu leicht für dich? Nun, bei der nächsten wirst du dich mehr anstrengen müssen. Es fühlt sich nicht leicht an. Schwierigkeitsgrad ist 3, aber es fühlt sich wie 5 an. Die Ebene heißt Ausgrabungen. Sind hier Sachen vergraben? Also welche, die ich erst sehe. Ja, hier, guck mal hier. Hier tickst du schon aus. Hier ist auf jeden Fall was vergraben. Okay, da ist was. Da oben sind weiße Pigments. Das hier friere ich, glaube ich, am besten zu. Ist der Laufweg kürzer? Ey, wenn hier eine einzelne Pflanze ist, das ist doch 100% so ein Fake-Vieh. Da scheint was drin zu sein. Da ist was vergraben. Und hier offenbar auch. Entweder da drin oder da drin. Und deswegen muss ich offenbar als letztes holen. Otsche, mach du das mal eben kurz alleine. Oh, der ist so ein Goldvieh. Okay, eins nimmt Otsche mit. So, wegtragen, Jungs. Wir versuchen die Viecher hier hauptsächlich zu ignorieren. Okay, gehen wir das einfach ein. Ist, glaube ich, leichter als alles andere. Einmal ausgraben, aber Otsche nimmt's mit. Ich sagte, Otsche nimmt es mit. Guck mal, hier ist was vergraben. Okay, dann fehlt mal dazu. Die Ebene hatten wir ja schon mal in anders, deswegen kannte ich die ja noch. So, das lassen wir mal Otsche machen. Dann kümmern wir uns hier mal um die anderen so lange. Otsche ist ja recht schnell im Graben. So, mit dem Vieh legen wir uns gar nicht erst an. Wir wissen, wie das ausgeht. Das würde uns wahrscheinlich zu viel Zeit kosten. Okay, lassen wir unsere jetzigen Pigments mal da arbeiten. Arbeiten wir mit den anderen so lange mal hier hinten weiter. Okay, das soll mal abtransportiert werden. Die tragen das runter, dann soll Otschen das mitnehmen, weil das ist ein bisschen größer. Ich sagte Otschen. Danke. So, grab da mal aus. Ich bin wahrscheinlich zu langsam, ne? Ja, 8 Leute töten, wo auch immer die gammeln. Ne, ich darf 100% neu starten. So, Leute, ich hab's jetzt geschafft. Hat mir auch wieder eine Viertelstunde gekostet. Du brauchst nur einen einzigen Fehler hier machen. Einen einzigen. Schon darfst du neu starten. Bei einer Minute übrigens wäre es auf Gold gewechselt. Weil ich hab's einmal komplett verkackt. Ihr dürft echt gar keinen Fehler hier machen. Das gilt wahrscheinlich auch für das darauffolgende. Wenn es jetzt schon so schwer ist. Muss echt flawless hier durch. Oh, wie ich sehe, hast du bestanden. Ich werde dich bei der nächsten Probe erwarten. Dann Dorimir. Aber diesmal muss ich Gegner besiegen. Nicht Gegner besiegen, Sachen einsammeln. Okay, ich habe jetzt schon einen Plan für Otschen. Otschen sammelt auf jeden Fall die großen Dinge hier unten ein, da muss ich gar nicht erst dahin. Die Flügelpigments habe ich hier und definitiv die blauen. Das hier einfach instant einreißen. Dann kann ich da die blauen mitnehmen. Und dann arbeite ich mich hier rum. Von unten nach oben.
Da kommt wahrscheinlich die Riesenkrempe raus, aber ne, eigentlich kann man die ignorieren, wenn, weil die braucht echt lange zum Angreifen. Wie wir ja schon wissen. Und da liegt der Hauptvorrat. Okay, aber vorher muss ich das schieben. Okay, ich habe einen Plan also. Nehmen den Scheiß mit, Otschen. Könnte schon der Fehler sein, der jetzt das hier schon wieder kippt, ne? Okay, Otschen, sammle hier unten ein. Die soll sich gar nicht hier oben erst beteiligen. Den einmal kurz fertig machen. Dann habe ich die Pigments hier. Das können die eben kurz die Flügel abtransportieren. Die Wand ignorieren wir mal, die nehmen wir gar nicht erst ein. Wir gehen einfach hier unten lang. Das sollen die Flügel-Pigments mitnehmen. Ich sag ein Flügel. Nicht blau. Okay, die Wand hier muss ich einreißen. Okay, Otschen, geh mal nach da unten schon mal. Wir versuchen die Gegner nach wie vor zu ignorieren. Jetzt sollen die Flügel-Pigments abtransportieren. Das dann lasse ich am besten auch Otschen abtransportieren. So, das wegbewegen. Da sind Pigments drunter. So, das Gute ist, wenn jetzt Otschen da langläuft, dann ist die Krabbe sowieso auf Otschen fixiert. So, mit Otschen hole ich jetzt das Teil hier. Ignorieren wir mal, dass er ein paar Pigments gefressen hat. Ignorieren wir das mal wirklich. So, Otschen, nimm das mit. Ist sogar das Letzte, was Otschen da trägt. Das hier habe ich First Try geschafft. Hoffen wir nur, dass es auch die Zeit schafft. Okay, das haben wir wirklich First Try geschafft. Sehr gut. Zehn Ebenen waren es, ne? Ich bin gerade mal bei Ebene 4. Ey, wer weiß, vielleicht teile ich diese Höhle in zwei Teile auf, ne? Na, oh, wie ich sehe, hast du bestanden. Ich werde dich bei der nächsten Probe erwarten. Ja, Vorhofthahn. Erhalte das weiße Juwel. Okay, umschauen. Da schmeiße ich auf jeden Fall sofort die Flügelpigments dann. Guck mal, ich sehe direkt was Schönes. Hier ist die weiße Zwiebel. Dann können wir die weißen schon mal anfarmen. Okay. Die Gegner versuchen mir nach wie vor zu ignorieren. Ich muss hier hauptsächlich mit den Flügelpigments arbeiten. Die weißen brauche ich, um die da loszuwerden. Und diese weißen Pilze. Aber ansonsten eigentlich relativ simpel, was ich zu tun habe. Allem voran. Ich sehe etwas. Der würde den Weg blockieren, der Heini hier. Den muss ich auf jeden Fall ausschalten. Der würde zu sehr nerven. So, transportier mal ab, Otschen. Die muss ich umnieten, weil ich sonst nicht an die Flügelpigments rankomme. Ich
So, einer RIP. Abtransportieren sollen im Bestfall die Flügel-Pigments. Oder Otschen. Kommt mal hier runter. Ich glaube, an der Stelle wäre es sogar besser, wenn die Flügel-Pigments das machen und nicht Otschen. Sollen die da durch abtransportieren? An der Stelle brauche ich jetzt eh nur die Weißen. So, das nimmt Otsche mit. Ich würde sagen, bisher läuft gut. Warum mache ich mir überhaupt die Mühe, die rauszuziehen? So, die können wir schon mal mitnehmen. Ich glaube, hier ist es besser, wenn die Flügel-Pigmen das machen. Ich glaube, der jiedet die sonst runter. So, einfach nur, dass der gelähmt ist. Jetzt müssen wir nur noch die weiße Zwiebel ausgraben. Süßer, das weiß Juwel in all seiner Pracht. Da rotiere es über die gesamte Strecke und es sollte eine Belohnung sein. Okay, alle mal graben. Schnapp's die Otschin. Ah, ich höre den Timer schon ticken. Ja, ist gerade zu Gold geworden. Na gut, dann versuche ich es nochmal und lass dann am Ende die rosa Pigments das abtransportieren. So, Leute. Ich habe hierfür 2 Stunden gebraucht, das jetzt hier richtig hinzukriegen. Dieses Level ist so ends scheiße, ne? Der kleinste Fehler. Ja, scheiß auf das eine Pigment jetzt. Hat dazu geführt, dass ich da, hier schon reingeschissen habe. Wirklich der kleinste Fehler. Alter, hat mich das hier Nerven gekostet. Ich habe wirklich 2 Stunden hierfür gebraucht. Jetzt haben wir die weiße Zwiebel. Eine gute Leistung. Dafür sollst du ein wahres Juwel erhalten. Die weiße Zwiebel. Ich bin überrascht, dass du meine bisherigen Proben bestanden hast. Ein vielversprechendes Talent. Doch es gibt noch eine weitere Probe. Von nun an solltest du dich in Acht nehmen. Ach, wird es noch mal schlimmer. War jetzt schon schlimm genug. Ey, ich habe durchgehend meine Pigments angeschrieben, weil die sich so dämlich verhalten haben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier einfach da weitermachen kann, wo ich bin. Ich drücke jetzt einfach mal fortfahren. Okay, einfach nur wieder den Laubweißen erreichen. Ich pfeife da jetzt aber mal kurz drauf. Ich mache einfach so. Ich habe gerade schon nachgeguckt, gerade eben, man kann, die Ebenen hier sind so gesehen ein Zwischenspeicher, also ich kann hier ruhig einfach rausgehen. Also Leute, ich mache jetzt hier einen Zwischencut, weil das gerade hat mich übelste Nerven gekostet und der Part ist sowieso schon bei mir weit länger als halbe Stunde. Deswegen machen wir hier jetzt heute einen Cut. Die restlichen 5 Ebenen machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Ja.